Okay, dann machen wir das gleich mal, was ich da mir überlegt habe, gerade eben. Die Idee, die mir da gerade gekommen ist. Oh, hier ist ein neues Gesetz Das durchgekommen. Gesetz tritt. Das habe ich schon ganz verdrängt. Ich glaube, das ist diese Organisation. Ja, genau, das ist diese Organisation. Okay, alles klar. Dann speichern wir jetzt auf jeden Fall mal, weil ich wissen will, ob ein Friedensschluss mit dieser Organisation endlich diesen Konflikt da lösen würde, den wir da die ganze Zeit am Laufen haben. Dieses Konfliktsymbol, was da die ganze Zeit in unserem Land rumschwebt. Das nervt nämlich etwas. Also wir werden jetzt mit denen Frieden schließen, dann werden die wahrscheinlich eine neue Partei gründen, nehme ich an. Dann werden wir kein Einheitsparteisystem mehr. Und was dann passiert, das möchte ich gerne herausfinden. Okay, weil das sind auf jeden Fall die, mit denen wir Zoff hatten. Deswegen werde ich das Friedensgesuch mal ausnahmsweise annehmen. So, noch sind sie keine neue Partei. Ne, kommt noch. Okay. Dann werden sie sich gleich wahrscheinlich als Partei neu gründen. Historisch, Ende des Konflikts gegen die Kämpfer für Integrität von Deutschland. Und Normalisierung. Das Abkommen hat die ganze Welt überrascht. Die beiden Lager, ich glaube, das steht immer das gleiche, das habe ich schon mal vorgelesen. Okay, was wird hier demonstriert? Ach so, ja, das sind die Landarbeiter, die ihren Alkohol nicht mehr, absetzen können. Ha, dann nehmen wir mal die Flasche aus der Hand, dann setzt sich die Flasche automatisch ab. Der Alkohol setzt sich automatisch. Ja, Entschuldigung, das war nicht witzig, ich weiß. Ach, ja, deswegen sind die ausgerastet gerade. Wir stellen mal unsere Soldaten und so uns unsere gepanzerten Fahrzeuge auf und stehen einfach nur da. Weißt was? Ich drehe mein Fernsehen auf, vielleicht kann man die jetzt mal beeindrucken. Sind ja, glaube ich, nicht allzu viele, die da gerade demonstrieren. Vielleicht kann man die mal überzeugen. Oh, jetzt passiert aber viel auf einmal. Ich bin gespannt. Ist ein Berechnungstag gerade gewesen? Demonstration der Alkoholhersteller. Ja, den Text habe ich schon mal vorgelesen. Die demonstrieren halt, weil die Steuern so hoch sind. Gut, deswegen ist da ein Aufstand in Berlin. Und die besetzen alles Mögliche. Ja, schön soweit. Ja, schön soweit. Weg damit. Ja, und so weiter und so fort. Alles besetzt und so, ich weiß, das ist mir bekannt. Und mal wieder kaum beachtet. Okay. Das heißt, wenn man bei einem Aufstand was sagt, wird man kaum beachtet. Alles klar. Jetzt weiß ich das. So, erste Fluchten aus den Reihen der Vertretung der Landarbeiter. War ja klar, dass das nicht lange dauern würde. So, und jetzt haben wir hier eine neue Partei. Liga der Ultranationalisten. Ach genau, das war die ganze rechte Partei. Das heißt, wir haben jetzt unsere linke Partei, mit der wir ganz linke Politik machen, und dann eine rechte Partei. Das heißt, wir hätten jetzt wieder ein Mehrparteiensystem. So, und es wäre ja eigentlich schon cool, ein Mehrparteiensystem haben, weil das ja irgendwie schon demokratisch ist und so, ne? Okay. Was kann man denn hier machen? Macht des Parteis des. Ja, wir haben. Ja, tatsächlich, jetzt haben wir wieder ein freies Mehrparteiensystem. Obwohl wir nur zwei Parteien haben und alle anderen verboten sind. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Super. Ich finde, das kann so bleiben. Wir haben freies Mehrparteiensystem und aber nur zwei Parteien. Und eine davon ist ganz unbeliebt. Also. Moment, die haben 1,5 Millionen Sympathisanten. Und die haben mehr Sympathisanten als wir. Ist ja so eine gute Idee. Ich weiß es nicht, vielleicht müssen wir die wieder verbieten. Das macht mir dann doch ein bisschen Angst. Was ist denn das hier? Die Finanzierung von politischen Parteien regeln. Die politischen Parteien werden entweder durch den Privatsektor oder gemeinsam durch den öffentlichen und den Privatsektor finanziert. Im Falle einer gemeinsamen Finanzierung kann deren maximale Summe gedeckelt werden. In diesem Fall sind erhebliche Spenden von Privatpersonen verboten und die Ausgaben, darunter die Kosten für den Wahlkampf, für jede Amtsperiode begrenzt. Aha. Ich finde eine gemeinsame, nicht gedeckelte Finanzierung so erstmal so können wir so lassen, finde ich. Bin mal gespannt, wie sich diese Partei schlagen wird. Wenn sie mir zu sehr Angst macht, können wir sie ja wieder verbieten. Das haben wir ja schon mal hingekriegt, also. Ich glaube nicht, dass wir das bereuen werden, oder? Die legalisiert zu haben. Wahrscheinlich nicht. So, Videoüberwachung, Wie ich Radarüberwachung. vorausgesagt habe, die systematische Da ist was Analyse. zerschlagen worden. Dann suchen wir uns da wieder neue Leute zusammen.
Jetzt haben wir ja auch eine terroristische Organisation weniger. Ne? Denn es waren ja Terroristen, die ja jetzt die Waffen niedergelegt haben. Wie sieht es denn gerade aus mit den Arbeitslosen? 3%, krass, das ist ganz schön runtergegangen. Und, ach ja genau, dann wollte ich wieder die Überwachung erhöhen. Wo kann man das denn mal machen? Ach so, ich bin hier im falschen Menü. Haha, witzig. Und wir haben wieder die maximale Zahl an Polizisten erreicht. Aber ich habe eigentlich keine Lust mehr, die weiter zu erhöhen, weil dadurch die ganzen Personalerhöhungen haben wir jetzt kaum noch Arbeitslose. Und die hebe ich mir auf für wichtige Sachen. Okay. Wo waren wir denn stehen geblieben? Videoüberwachung, genau. Also und Blitzer und so. Ja, alles zusammen. Erhöhen. Weil das die Kriminalität senkt. Und die Leute finden das gut. Die werden gerne beobachtet. Prozess Sophia Kastenger. Das Urteil ist gefallen. Aha. Herr Bundeskanzler, das Gericht hat Sophia Kastenger verurteilt. Und das ist das Urteil. Eine hohe Geldstrafe. Die Wirkung auf die Popularität von Kastenger kam sofort. Der Chef der Kräfte des Kommunismus von Deutschland nahm die Sache philosophisch. In Anbetracht ihrer Verbindung ist es auch ein harter Schlag für ihr Image. Aber ich bezweifle nicht, dass wir auch diese Krise meistern werden, Herr Bundeskanzler. Okay. Teilweise Zerschlagung der Ultranationalistengruppe, okay. Es ist wahr. Ja, weg damit. Und noch jemand zerschlagen worden. Dann schicken wir da gleich wieder neue Leute rein. Dann können wir mal das angehen, was ich da... Oh, das haben wir schon, okay. Dann können wir das angehen, womit ich gedroht habe. Und zwar machen wir das jetzt mal. Oder eigentlich würde ich warten. Nee, ich warte, glaube ich, da bis die aufgehört haben zu rebellieren. Erst Zusammenstöße zwischen Ordnungskräften und Demonstranten. Wenn die nicht mehr da mit Gewalt und so, dann können wir. Und so. Einer meiner Männer konnte Schlüsselposition. Schön. Dann soll er drin bleiben. Und die werden bestimmt gleich die Waffen niederlegen. Die sind noch bestimmt in Unterzahl, in deutlicher Unterzahl. Man kennt nicht geschützt. Zuschlagen. Okay. Und jetzt wieder ein Berechnungstag. Und dann habe ich diesen Plan. Der wird die Wirtschaft bestimmt lahmlegen, aber die Leute werden sich wahrscheinlich sogar darüber freuen. So wie ich mir das vorstellen würde. So, Arbeit in den Laboren. Man glaubt, in einer Fabrik zu sein. Ich glaube, die Labore sind einfach noch nicht fertiggestellt worden, die wir in Auftrag gegeben haben, weil wir müssen eigentlich genug gebaut haben. Jo. Wie sieht es eigentlich in der Forschung im internationalen Vergleich aus? Das würde mich gerade interessieren. Wir haben hier fast alles an Forschern eingestellt. Wo ist es denn? Anzahl der Forscher Prozent der Einwohner. 0,9%. Das ist Weltrekord. So wie das aussieht. Wir haben... Kein Land hat auf die Bevölkerung gerechnet mehr Forscher als Deutschland. Juhu! So kann es auch bleiben. Man sieht hier, die Labore sind noch nicht gebaut worden. Da ist ein Gesetz gebilligt worden. Ah ja, okay. Die Radarüberwachung. Was die Leute ja so toll finden. Aus mir unerklärlichen Gründen. So, Polizisten müssen wir nicht mehr erhöhen. Ich glaube, wir haben die Leute ganz gut unter Kontrolle. Mit unseren ganzen Maßnahmen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. So. Nur noch 92% Überschuss. Das ist ja wenig. Wie soll man denn mit so wenig Geld überleben? Okay, zerschlagen worden, das ist gut. Und eingeschleust ist auch gut. Da können wir wahrscheinlich noch... Ach, falsches Menü. Sorry. Da können wir wieder jemanden reinstecken. Zur Russenmafia, was nur noch 4000 Leute sind. Krass, wir haben die ganz schön klein gekriegt. Sind fast keine Leute mehr. Juhu.
Das Problem Honig. Die haben irgendwie alle was gegen Honig. Politik der Unfähigen, es reicht. Vater, du nervst. Das hast du schon öfter gesagt. Weg mit dir. So, teilweise Zerschlagung, okay. Und Weihnachten. Moment, ich schicke vorher nochmal jemanden, wieder einen V-Mann rein, bevor wir uns den christlichen Menschen anhören. So, ist überall jemand drin. Und dann, was hast du denn zu sagen, mein Lieber? Vorbereitung abgeschlossen, das ganze Land bereitet sich auf die fröhliche Feier dieses Anlasses vor. Es wäre eine Freude, wenn sie an diesen Feierlichkeiten teilnehmen und sich unter die treuen Mitbürger mischen würden. Sie würden es sehr zu schätzen wissen und es wäre eine starke Botschaft. Doch ist es das, was sie wollen? Natürlich. Warum nicht? Kann man doch mal mitfeiern. Ist doch immer gut. Ein Volksaufstand. Ja, warum? Wann hören die denn endlich damit auf? Die haben doch keine Chance. Huch, das ist Hannover. Sind die Leute eigentlich mittlerweile wieder nach Bremen zurückgekehrt oder ist Bremen ausgestorben? Das hier ist Bremen, ne? Genau. Na? Ich hätte gerne Statistiken zu Bremen. Okay, die Leute sind wieder nach Bremen zurückgekehrt. Und wir haben hier Leute, die wir mal, die schon eine Weile hier rumstehen, die wir eigentlich mal zurück in die Stadt schicken könnten. Okay. Zieht euch mal zurück. Agent eingeschleust, schön. Wahlkampagne. Der Wahlkampf hat offiziell angefangen. Alle Kandidaten sind bestimmt. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, ein Wahlprogramm auszuarbeiten und sich aktiv in den Wahlkampf zu werfen. Schließlich möchte ich Sie auch daran erinnern, dass Sie während der gesamten Kampagne keine neuen Gesetze einreichen und abstimmen lassen können, da dies die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler beeinflussen könnte. Was Ihre Wahlversprechen angeht, so empfehle ich Ihnen, einige der beliebteren zurückzuhalten und sie erst während der Fernsehdebatte preiszugeben. Okay. Haben wir denn Mitkandidaten? Jetzt, wo wir zwei Parteien haben. Das sind die Umfragewerte. Ernsthaft. Ganz sicher. Okay, das heißt, wir haben jemanden, mit dem wir um die Gunst der Bürger kämpfen. Und wenn diese Prognose... Nee, die kann eigentlich nicht stimmen, weil die ist eine Umfrage vom 10.02.2018 und da gab es die Partei ja gar nicht. Okay. Also kann man sich darauf nicht verlassen. Wir müssen auf die ersten Umfragewerte warten, die demnächst kommen werden, würde ich sagen. Wahlkampagne, die Partei von Klaus Krink auf dem zweiten Platz. Grundsätzlich gut zu hören. Mit 39% der voraussichtlichen Wählerstimmen. Wahnsinn. Okay, das macht mir doch so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Herr Bundeskanzler, nach dem Nationalen Statistikamtes und mit 39% der voraussichtlichen Wählerstimmen wird die Partei von Klaus Krink zweiter, gleich hinter unserer. Krass, die kriegen ganz schön viele Stimmen. Das macht mir so ein bisschen Angst. Agent nicht geschützt. Agenten ist. Können wir die Partei während der Wahl verbieten? So als Notfallmaßnahme? Ich glaube schon. Eine politische Partei verbieten. Genau, könnten wir machen. Wir können auch eine Spendenkampagne ausrufen. Wir haben ein aktuelles Budget von 852.000 Mark. Ich rufe mal eine Spenden... Ach, was? Wir haben nicht genug Geld, um eine Spendenkampagne auszurufen. Das ist ja toll. Okay, dann doch nicht. Nicht genug Geld, um Geld zu kriegen. Na, das ist ja super. Wie soll man denn da an Geld kommen? Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du
es scheiße, warst eine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.